So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Wir wollen heute mal ein bisschen wieder World of Warships spielen. Nicht wundern, nebenbei die Musik. Ich habe Andi noch auf dem Ohr. Der mit Hands Up und Hardstyle heute am Start ist. So, bin gleich wieder da, dann geht das auch gleich los. So, dann wollen wir mal loslegen. So, das eigentlich stellt erstmal eine Runde Roulette, würde ich sagen, ne? So, Twitchy. Jo. Starten wir mit einer Runde Roulette. Roulette. Komm, lass knacken. Gleich alles. Und gegen All In, jawohl. Und gleich gewonnen. So. Zack. So. Ja, gestern wollte ich eigentlich schon streamen, aber irgendwie war ich gestern todmüde und bin dann gleich ins Bett gefallen. Was sehr, sehr ungewöhnlich ist. So, jedenfalls zu der Zeit. So, wollen wir heute nochmal ein bisschen Kitakase spielen. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen gezockt. Waren eigentlich ganz gute Runden gewesen. Man muss mal gucken, wie es heute ist. Irgendwie habe ich so ein Kriseln im Ohr. Und es ist nicht Andi. Irgendwie knistert es. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Irgendwas mit den Kopfhörern wahrscheinlich nicht gerade in Ordnung. Hatte vorhin auch noch so ein bisschen OBS-Probleme. Da gab es irgendwie ein neues Update und irgendwie wollte sich das nicht installieren. Naja, so ist es eben. So, wie sieht's denn da aus? Ah ja, 8er, 7er, 7er, 8er, 9er. Oh, das geht auch voll klar. Müssen wir nur mal gucken, dass wir ordentlich abhauen können. So. So, auf geht's, auf geht's. Suchen wir uns mal eine kleine flauschige Insel. Das geht mir gerade tatsächlich ziemlich auf den Sack. Und knistert es in den Kopfhörern. Da die Mehan links ist, bleibe ich mal ein bisschen weiter rechts außen. Ich bin ja zum Glück auch nicht geortet. Das heißt, ich kann schön spotten für die anderen. Und kann versuchen, dann irgendwie ein bisschen Terror zu machen. Vielleicht schaffe ich es ja so sogar zur kleinen Insel da vorne. Obwohl, auf der Karte sieht sie klein aus, ne? Aber hier ist sie irgendwie riesig. Oh. Da ist eine Alsace hin unterwegs. Das ist jetzt natürlich nicht so pralle. Kann man nur hoffen, dass die anderen Richtung C unterwegs sind und hier nicht langlaufen.
Oh, da ist eine Buffalo. Das ist nicht gut. Die hat, glaube ich, ein bisschen Radar am Start. Fordere Unterstützung an. Natürlich jetzt äußerst blöd. Ich glaube, ich drehe die Kiste mal am Rand und mache mich darauf gefasst, dass ich eventuell umdrehen muss. Ich komme nämlich jetzt verdammt nah. Wohl, bleibt er stehen, kann das? Eine gute Frage. Oh nein! Oh nein! Ich habe vergessen, das Ding auszumachen. Das war jetzt richtig stupid. Nebelwerfer gestartet. Nebelwand gelegt. Bruce, mein Lieber, ich danke dir vielmals. Hey, vielen Dank und willkommen im Kreis des Vertrauens. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist wirklich ganz nett von dir. Hast auch noch nichts verpasst, das ist meine erste Runde. Und jetzt muss ich auch abhauen, so wie es aussieht. Weil da hat mich jetzt die Fletcher aufgedeckt. Das war jetzt natürlich richtig kacke. Das war natürlich jetzt mega blöd. Das hat sie gut gemacht tatsächlich, die Fletcher. Die ist direkt auf meinen Nebel zu und mich dann die ganze Zeit war sie eigentlich da vorne. Ziemlich überrascht. Naja. Aber kein Problem. So, jetzt muss ich nämlich nochmal ganz kurz wenigstens mal kurz den Kopfhörer abziehen. Jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen was einstellen, weil ich weiß nicht, ob das geht. So, Test, das funktioniert, okay. So, hier geht's wohl auch noch im OBS. Jo, das ist alles richtig. Das ist auch richtig. So, tatsächlich. Jetzt ist das Knistern wenigstens weg. Das hat mich echt irre gemacht. Wenn du so ein Knistern im Ohr hast, das geht ja gar nicht. Weiß doch gar nicht, wo das herkommt. So, nächste Runde. Mal ein bisschen mit der Schema unterwegs sein.
So, auch wieder. Ach, guck mal, 8er, 9er, 10er. Naja. Mal hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Alle Mann auf Gefechtsstation. Normalerweise fahre ich jetzt hier immer zu A und gehe meistens drauf. Diesmal möchte ich gerne mal was anderes ausprobieren. Und zwar fahre ich diesmal nach rechts und versuche nach links zu torpen. In der Hoffnung, dass ich was treffe. Ist TikTok-Time? Ja? Immer wieder gutes Video. Naja, so geil. Bestätige. Ja, gespannt, wer hier auf meiner Seite ist. Paulio Emilio. Da hatte Kai letztens drüber gesprochen, dass die irgendwie so einen laufenden Nebel haben soll. Unentdeckt kann sie sich dann so gesehen anschleichen und ja, kann ich den erstmal schön wegtorpen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht erlebt, aber naja, mal schauen. Müssen erstmal gucken, wer sich denn jetzt hier hinter verbirgt. Ja. So, und hinten durch. Also, die können wir erstmal anvisieren. Ich vermute mal, da werden ja noch mehr sein. Aber die Hindenburg wird natürlich unsere Torps aufmachen, das ist ganz klar. Durch ihr Hydro, was sie hat, wird sie die natürlich schön versuchen uns. Och nö, jetzt kommt hier auch noch eine Gearing. Flüchten. Flucht. Die wird bestimmt auch getorbt haben, nehme ich mal an. Torpedos auf Steuerbord. Ja. Nebelwand gelegt. Tatsächlich. Das sind nur drei. Hat die nur drei Torps? Das kann ich ja schon fast gar nicht glauben. Ich bin halt eher der Torpmeister und nicht der Gunmeister. Ob der Torpmeister wirklich da ist, werden wir sehen, ob ich was treffe. Ah, die Hindenburg ist jetzt da lang gefahren, okay. Es scheint auch keiner bei A reingefahren zu sein. Was natürlich gar nicht so schlecht ist. Oh Mann, die Bismarck, die ist ja schon Half-Life. Du heiliges Kanono. Das ist auch noch eine Sau. Oha. Und da kommen die anderen Torps. War alles kein Problem. Ach, die Emilio hat eingefressen. Als wenn die Gearing das wusste, ne? Oder sie hat einfach random reingeschossen. Mich jetzt tatsächlich auch nicht wundern, dass einfach so getan hätte. Bestätige. Maschinenboost deaktiviert. Bestanden. Na, die Sau steht da. Okay. Die Veneto fährt weg.
Da tendiere ich ja fast schon dazu, mal Richtung B zu fahren und dann loszutorpen. Ich glaube, die Sau hier... Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Jetzt bin ich auch geortet. Das mag mir ja gar nicht gefallen. Da ist noch eine Friesland. So, das haben wir schon mal. Dann fahren wir jetzt... Oh, da ist noch eine Daring. Eieieiei. Das ist ja alles nicht so schön, was hier losgeht. Hm. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Gegnerische Zerstörer gesunken. Da ist die Friesland in meine Torps gebullert. Nebelwerfer gestartet. Maschinenboost aktiviert. Nein, jetzt hat er mein Steuerrad kaputt gemacht. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd gelaufen. Aber wir können es wieder reparieren. Schnell weg hier. Aber ganz schnell weg hier. Problem gelöst. Dass die Friesland in meine Torps reingerodelt ist, das ist natürlich mega geil. Zwar nicht der, der da eigentlich rein sollte, aber gut. Ey, die ist aber auch anhänglich. Oh, ob wir das noch schaffen. Oh, ich weiß nicht. Oh nein. Hey, vielen Dank und herzlich willkommen beim Pöbel. Na Gunnar, vielen Dank für dein Follow. So, sieht man sich mal wieder. Ja, so sieht man sich mal wieder. Genau, du sagst es. Oh, mit der Kita haben wir gewonnen. Das ist nice. Wie sieht's denn aus? 4570, okay. Kohle wieder abgerobbt, das ist am wichtigsten. So richtig toll war die Runde nicht, was man ja hier dran sieht. Wenn nun wirklich, es hätte besser laufen können. Die Fletcher hat mich echt überrascht. Die hat mich einfach weggemacht. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Hätte nicht gedacht, dass die zu mir kommt. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut. Kein Problem. Das können wir einfach nochmal besser versuchen. Und zack, vielleicht erinnerst du dich noch. Ah, Rainbow Six Six-Spiele. Oh Mann. Das ist schon lange, 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 lange her. Rainbow Six. Das letzte Mal habe ich Rainbow Six gespielt mit Jan und mit Berti. Das war echt ganz geil gewesen. Und die ganzen neuen Operator. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben sie ja wirklich echt viel gemacht. Aber früher habe ich das öfter gespielt. Aber mittlerweile war der Passi, der immer Rook gespielt hat. Felix war auch dabei. Oh Mann, an Felix kann ich mich auch noch erinnern. Aber Gunnar, ich muss zugeben, dass ich mich, glaube ich, an dich nicht erinnern kann. Da waren einfach zu viele damals gewesen. Ne? Ich meine, wir haben ja wirklich da jeden Abend gespielt. Mein Gott. Das war ja was. Verwähler. Das hätte ich mir eigentlich merken müssen, der die Verwähler als Lieblingsmap hatte. Das hätte ich mir eigentlich merken müssen. Ich finde Verwähler auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Spots sind manchmal echt schwierig zu halten, ne? Also alleine da oben, wo sie ja die ganzen Wände aufmachen können, am Brustmahlzeit, ey.
Kann ich mir noch dran erinnern, wie oft sie mich da rausrasiert haben. So schnell kann ich gar nicht gucken, weil ich weg. Das ist ja manchmal das Gefühl, die können einfach alle durch Wände gucken. Das ist echt irre. Läufst du einmal verkehrt, zack, bist du weg. Aber hat riesig Spaß gemacht damals. Und spielst du immer noch viel Rainbow Six oder bist du umgesattelt? Spawnkills, oh ja, oh ja, mein Freund, oh ja. Gar nicht mehr, er ist schon so demotiviert. Muss Felix mal wieder fragen, ob er Lust hat. Ja. Felix war auch ein guter Spieler. Dank an den, wie gesagt, an Felix kann ich mich noch erinnern. Aber wir hatten wirklich damals so viele Spieler gehabt. Ich war ja immer mit Maddie und mit Basti unterwegs und mit Benny. Oh Mann. Das waren Zeiten. Also war vor eins auch nicht ins Bett gekommen. Ja, mach das mal gerne, ja. Davon habe ich ja auch etliche irgendwo rumzuliegen. Dann kann ich mich wenigstens direkt dran erinnern. Das wäre wirklich schön. Aber irgendwann hatte ich auch gar keine Aufnahmen mehr, glaube ich, gemacht. Also irgendwann hatten wir einfach nur noch so gespielt. Hat das auch mit diesen Aufnahmen... Och, jetzt hat mich der Typ schon wieder radart hier. Ist das euer Ernst? Oh, ich will weg. Maschinenboost aktiviert. Ja, eine Ölland, danke. Hm. Oh, eventuell ist da eine Insel. Da haben die beiden gerade richtig gut zusammengespielt. Einer hat mich aufgedeckt und der andere hat mich beschossen. Diese kleinen Mistzicke, die... So. Das ist eine Lepanto. Es muss doch irgendein Radarschiff hier in der Nähe sein. Das kann doch denn nur die... Ich glaube, das kann ja nur die Atlanta sein, wa? Ich glaube, die Atlanta hat Radar. Ich überleg gerade. Ist natürlich schwierig. Blöd ist halt, dass ich jetzt auch der einzige Spotter hier bin, ne? Da, die Atlanta. Was habe ich gesagt? Ich weiß nicht, wie lang das Radar ist von der Atlanta. Aber... Bringen wir sie mal dazu, geradeaus zu fahren, wa? Würde ich sagen. Nebelwerfer gestartet. Danke, Gunnar. Wenn ich tot bin, gucke ich da gern mal rein. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Boah, geil, ich hab grad Nebelwand gelegt. Den Maschinenboost deaktiviert. Dings freigeschaltet. Durch meinen Kapitän habe ich jetzt Notfallreserve aktiviert. Ist natürlich richtig nice. Das heißt, ich habe jetzt noch einmal Nebel und einmal Turbo und Dings dazu bekommen. Unheimlich wichtig. Jetzt ist die Lepanto abgehauen. Der kleine Schlingel. Passi 2597. Der Typ, der immer Disconnects hat und die Gegner zugespammt mit Nachrichten. Ich glaube, das hatte doch geholfen, ne? Dass du die zugespammt hast. Irgendwie klingelt es da bei mir. Die waren doch dann total pissig und irgendwie abgenervt. Die konnten sich doch gar nicht mehr konzentrieren, glaube ich, oder? Irgendwie klingelt es da gerade bei mir.
Jo, ich hatte so ein Mädel als Profilbild. Schön. Du, Hauptsache es klappt. Schön. Gucke ich mir auf alle Fälle nochmal an. Muss ich aber erstmal hier noch ein bisschen Schiffe versenken. War schön, dass du zu mir gefunden hast. Finde ich toll. Wenn dich World of Warships interessiert, dann kannst du dir das ja mal angucken. Falls du es nicht haben solltest oder falls du überlegst, ob du es auch mal anfängst oder sowas, denn da gibt es so ein bisschen was gratis, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, ein Schiff oder irgendwie sowas, kannst du das ja mal probieren. Ach, hast du schon. Na, sehr gut. Ja, auf alle Fälle. Ich finde das auch gut. Ist ja nun wirklich einige Zeit ins Land gegangen. So, Junge, geh AFK jetzt. Das willst du es doch auch. Jawohl, weg ist er. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, heißt er genauso wie auf... Also, wer unterstrich Gunnar unterstrich 1? Na, dann werde ich dich mal hinzufügen. Verstanden. Wenn ich in der... wenn ich wieder im Hauptmenü bin. Manchmal spinnt das ja so ein bisschen mit Freunden hinzufügen und so weiter. Manchmal findet man die auch gar nicht. Das ist ganz eigenartig. So, bin ich jetzt schon am gegnerischen Cap hier? Wie bin ich denn hier hingekommen? Das ging ja schnell. Genau, also wenn ich auch mal wieder online bin und Zeit habe, können wir ja ein paar Runden spielen. Puh, ja, klar, gerne, wenn ich Zeit habe. Immer gern. Wenn du siehst, dass ich alleine hier auf dem Discord bin oder sowas. Achso, warte mal. Muss ich gleich mal reinschreiben. Zack, ich hoffe, das geht. Wenn nicht, musst du mal auf mein Profil gucken. Da hast du auch unseren Discord. Kannst gerne raufkommen, wenn du willst. Und wenn du mich siehst hier im Heim des Pöbels, kannst du dich gerne dazugesellen. Dann streame ich zwar, aber dann sind Zuschauer sehr willkommen natürlich. Oder Mitspieler. Also dann einfach mit einreihen und dann ist das ganz cool. Was sagt er mal? Nebelwerfer gestartet. Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Mir die ganzen Typen hier raustorben. Nebelwand gelegt. So. Es war ja irgendwie abzusehen, dass der da einlinkt. Leider. Da habe ich jetzt scheiße geschossen. Die Torps hätte ich besser machen können. Hat geklappt, na wunderbar. Oh, guck mal, habe ich aus Versehen die Fletcher erwischt. Das ist auch wieder so geil. Schön. Ich wollte die Line treffen und schieß die. Also, irgendwie bester Kill, ja, ever, oder? Müsste man gleich klippen. Oh, Mann. Ja, immer schön einlenken, das macht ihr gut. Oh. Ah, er ist weg. Wir sind hier gerade offline gegangen. Hier kein Spotter mehr. Kinder, ist doch scheiße. Müssen sie nicht arbeiten. Ach gut, der Nebel hört eh in 12 Sekunden auf. Ach schön, er auch. Bestätige. Ja, schon mal zwei. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier was geschissen kriegen oder nicht.
Aua. Kritischer Maschinenschaden. Maschinenboost aktiviert. Problem gelöst. Der mich noch erwischt, der kleine Sack. Weiß überhaupt nicht, wo ich hier hinfahre gerade. Ich schieß einfach nur noch. Das Geile ist ja, bei der Kita kannst du ja wirklich jede Sekunde schießen, ne? Das ist der Hammer. Oh, Nebel. Oh Gott, reparieren. Nein. Einfach spammen, genau. Du sagst es. So, kann ja mal Felix fragen, ob er mal wieder Bock hat, Rainbow Six zu spielen oder ein paar Indie... Ebenso mit Fall Guys oder Among Us. Ja, Fall Guys habe ich tatsächlich auch. Das können wir auch gerne zusammen spielen. Bin aber erstmal wieder raus. Und gleich eine Pizza. Oh, lecker. Ja, guten Appetit, mein Freund. Guten Appetit. So, 72k, 315 Treffer. Uff. Ja, GG. Aber die Line hat es mir tatsächlich doch ganz schön gegeben, ne? Das muss man ja mal sagen. Und die hat noch so viel Leben. Die hat sich ja ordentlich hochgeheilt, ey. Naja, man fackelt die halt immer nur ab, dann heilen die sich wieder hoch, ne? Ist immer ein bisschen schwierig, denn. So. Dann adden wir dich doch mal. Gucken, ob wir das diesmal hinkriegen. So. Wer? Gunnar. Unterstrich 1. Zack. Und dann verschwindet der immer gleich wieder. Das ist doch echt ätzend, oder? So. Ich ist wenigstens hier drin irgendwo. Das wäre schön. Ich hoffe, es hat jetzt geklappt mit der Einladung. Da, perfekt. Sehr schön, hat geklappt. Na, läuft doch. Sehr schön. Super. Danke dir. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, dann müssen wir mit der Shima nochmal spielen, so wie es aussieht. Wir haben verloren. Shame on me. Bruce! Er steht oben. Ja, danke. Danke. So. Oh, trotzdem noch zweiter Platz gewonnen. Guck an, siehst du? Naja. Was sagt uns das, wenn ich da schon scheiße war? Wie scheiße waren die anderen? Egal. Waren wir eben alle scheiße. Passiert halt, ne? So ist das Leben. Müssen wir nochmal ran an Sarge und Medivind hier. So, Bruce, willst du mitspielen, wenn du schon online bist? Ich frage für einen Freund. So. Ja, also Bruce, wenn du mitspielen willst, einfach auf den Discord kommen, ne? So, ich starte dann schon mal eine Runde. Ach, bist nicht mehr lange on. Alles klar, na wunderbar. Dann beim nächsten Mal. Aber danke fürs Bescheid sagen. Gewonnen.
So, dann mal schauen, wie die Runde jetzt läuft. Und vor allen Dingen, was wir für eine... Oh, 10er-Match? Okay, 2 Shimas, eine Masone, Gearing und Moskva, natürlich. Okay, ein Radarschiff haben wir. Das ist ja tatsächlich nicht so schlimm. Muss ich nur auf diese Schiffe hier auch noch aufpassen. Was haben wir für eine Map? Mal gucken, was wir für eine Map haben. Ach, die Map. Ja, komm, dann versuchen wir doch gleich dasselbe nochmal. Oder? Einfach mal links langballern und Torpilos. Hey, geht's, Bruce? So. Die Midway geht schon mal spotten, das finde ich richtig geil. Wenn ich Glück habe, spottet sie gleich ein DD, dann weiß ich in etwa, wo der lang fährt. Meine Hoffnung ist ja, dass sie Richtung A fahren, damit ich hier außen lang schlängeln kann und meine Torps loswerden kann. Da ist auf alle Fälle eine Vermont. Die ist schon mal sehr träge. Aber zwischen mir und der Vermont sind wahrscheinlich noch 3-4 Schiffe. Oh, Sandra ist auch da, okay. Das ist kein DD? Das wundert mich. Stimmt da irgendwas nicht? Das Flugzeug den nicht gesehen? Oder habe ich was nicht gesehen? Die andere Schema geht schon mal cappen. Das ist schon mal ganz geil. Ich habe so das ganz dumme Gefühl, dass jetzt hier gleich was richtig Blödes auf mich wartet. Wird das die Moskva sein? Oder einen der bösen DDs, die mich wegballern? Irgendwie ist das alles nicht so schön. Irgendwie ist das alles nicht so schön. Guck mal, die Vermont brennt schon mal. Ist gar nicht schlecht. Ah, da ist die Moskva. Sehr schön. Die steht da genau richtig. Das muss man mal lassen. So. Ich torp jetzt einfach mal. Gucken, wie die jetzt kommen. Ich kann halt nur hoffen, dass sie jetzt... Oh, und da ist es schon passiert. Ich wusste es. Maschinenboost aktiviert. Der wird natürlich jetzt fröhlich seine Torps nehmen und mich wegmachen wollen. Oh Gott, jetzt aber schnell weg hier. Der hat nicht geschossen. Warum hat er nicht geschossen? Der hätte mich doch wegballern können. Verdächtig, verdächtig, verdächtig. Und die Frage ist, hat er meine Torps aufgemacht, ne? Ist ja auch noch so ein Ding. Oh, da ist dann auch noch eine Masso. Guck mal einer schau, dann hat die vielleicht meine Torps aufgemacht. Da kommen die Torps. Wusste ich doch, dass der getorpt hat. War ja fast klar. Er hat sogar beide Salven da hingepackt. Sehr schön. Das ist wunderbar. So, dann halten wir jetzt hier mal die großen Schiffchen offen. Damit sie schön beschossen. Oh, der erste Torp-Treffer. Schön, 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 schön. Das freut mich. Aber wenn man überlegt, wie sie vorher gefahren ist, ne, und wie sie jetzt fährt, da hat sie noch ganz schön eingedreht. Muss man ja mal sagen. So, ich weiß halt nicht, wie die Vermont jetzt fahren will. Maschinenboost deaktiviert. Stellen wir uns hier erstmal kurz an den Berg.
So, da ist die Moskwa. Was ist hier eigentlich mit unserer Shima? Ist die raus? Nee. Wieso muss sie woanders hingefahren sein? Wo ist die hin? Unser Team hat die Führung. Ach, da ist sie hin. Okay. Sehr schön. Okay. Jetzt hat mich einer radart. Okay. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, weil ich bin hier eigentlich safe, würde ich sagen. Schön hinterm Berg. Wie sich das gehört. Und die Vermont flüchtet schon wieder vor meinen Torps. Finde ich ja super. Schade. Treff wahrscheinlich nichts. Aber die waren schon... Oder? Ne, ist die echt dazwischen... Hat die sich dazwischen gemogelt? Ich fass es ja nicht. Ja, wie sagst du das? Ist jetzt hier gar nicht so einfach. Mich ja gleich wegmachen, ja. Ah, so schaut's aus. Tschüss. Ich habe die Dinger von Mama aufgemacht. Die da drüber, die Software, da kannst du ja mal probieren. Die sind offen. Eine Packung. So, da habe ich nochmal Torps des Todes losgelassen, weil ich war mir schon klar, dass ich draufgehen werde mit der Masoda. Da hast du keine Chance. Die hat einfach geile Guns. Oh, Sandra, wenn du dich beeilst, dann kriegst du noch einen Torp. Nee, schafft's ja nicht mehr, schade. Unser Sieg ist in Sicht. Kann man nur hoffen, dass sie die nicht aufmacht. Und wenn ich Glück habe... Ich war übrigens der erste Kill der Gegner, ne? Finde ich ja cool. Von denen haben wir schon drei weggelutscht. Das ist ganz gut. So, jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen Glück haben und die Vermonten ein bisschen treffen. Na? Na, wo ist sie hin? Schafft sie es auszuweichen oder nicht? Da war sie. Ah, hier nochmal eingetroffen. Plus Wassereinbruch übrigens, der noch hochklickert, ne? Schön. Nee, jetzt hat sie repariert. Schade. Ich hätte gerne für ihren Tod gesorgt, aber die hat noch 19.000. Aber 57k ist jetzt auch nicht verkehrt. Geht natürlich immer besser, klar, aber war doch gut. Ich finde, haben wir so gut aufgehalten bei A. Vor allem, wir haben den Spot geholt. Und, das war soweit okay. So, wie sieht es denn hier eigentlich mit den Aufträgen aus? Hier sind wir eigentlich ganz gut dabei. Stunde, 7, 6 Minuten, hör auf, ey. 8 Millionen potenziellen Schaden. So, was mich viel mehr interessiert, sind die Werfdinger. Denn da wollte ich auf alle Fälle hier TP Schaden an Schiffen. Gut, Base XP reicht auch, ne? Wenn wir hier das mal gucken. Eins von beiden. Ich brauche eins von beiden. So, spielen wir nochmal mit der Kita. Bei die will ich ja pimpen bis zu Haru. Obwohl, ich könnte mir jetzt hier schon die neuen Torps leisten, sehe ich gerade. Dann habe ich 12 Kilometer. Guck mal, das gönnen wir uns doch mal, oder? Komm, das gönnen wir uns. Das ist für 2,5 Mille. Shut up and take my money. So. Und dann probieren wir die nochmal.
Wie sie denn jetzt so ist. Zack. Oh Mann, der arme Kerl. Und 8er, 9er Gefecht. Ne, 7er, 8er, 9er. Hier sind nur ein paar 7er. Auf geht's. Wo fahren wir denn lang? Okay. Fahren wir mal rechts lang. Öland, Öland, Skane ohne Schulz. So, Charpeth, Rune, Seattle. Na mal gucken. Schießt die? Wollte sie den Berg ärgern oder was? Vielleicht mag der keine Inseln. Wahrscheinlich einer, der Urlaub auf Balkonien macht. Also ich hätte gerne die Lyon, die Pommern oder die Sinop, die ich denn schön abfackeln kann. Das wäre schön. Okay, Chanos und Lyon sind schon mal nicht bei mir. Wahrscheinlich die Pommern. Bei der Pommern muss ich aufpassen wegen den Secondaries, nicht, dass sie mich dann platt machen. Da ist eine Öland, Öland, Schulz. Das heißt, bei mir wird die Skane sein. Okay. Und ich könnte meinen Hintern darauf verwetten, dass die mir jetzt gleich entgegenkommt. Tja. Da hinten steht die Sinop. Drehen wir schon hier ein. Oh, erstes Blut ist leider schon weg. Schade. Na, wo ist er? Da ist er doch. Wusste ich's doch. Schon wieder so eine Line. Natürlich blöd. Nebelwerfer gestartet. I und eine Seattle. Da müssen wir ja weg. Da müssen wir weg. Nebelwand gelegt. Die mögen wir ja gar nicht.
guck mal, wie die alle abhauen. Guck mal, jetzt rammen die sich da sogar. Wow. Einfach nur wow. Shit. Oh, die Sinop will's riskieren. Mich immer interessieren, wo die Skane jetzt lang gefahren ist. Ob die jetzt ganz zurückgefahren ist oder ob die. Komme ich nicht mehr ran. Oh ne, die Skane ist jetzt hier lang gefahren. Oh, hier kann ich vielleicht durchschießen? Oh ja. Oh, perfekt. Unentdeckt schießen, ja nice. So mögen wir das. Ey, mach den wieder auf. Bin ich jetzt entdeckt gewesen gerade? Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Torpedos auf Steuerbord. Oha. Da habe ich ja tatsächlich nochmal Glück gehabt. Da ist die Skane. Das ist gar nicht AFK gegangen. Schön mit Ö. Dann können wir jetzt C einnehmen, wa? Der Pöbel weg ist, erstmal C einnehmen. Nochmal schön zwei Torptreffer. Nein, wie geil ist das denn bitte?
Es ist immer wieder nice, wenn du ein Schiff treffen willst und ein anderes triffst und versenkst. Es ist so geil. Es ist einfach schön. So kann man auch mit keinem Skill gewinnen. So. Das ist der Seattle. Komm, EG, mach die Seattle weg. Do it. Dude. Schießt er mich? Nebelwerfer gestartet. Nebelwand gelegt. Das ist ein Biest, ne? Das ist einfach ein Biest. Zu sagen, was du willst. Es ist unglaublich, wie schnell die schießen kann. Du kannst da wirklich so losspammen. Und wenn du nur zum Brennen bringst, ne? Aber gerade bei den Russen, das ist natürlich unheimlich geil, weil die sich ja nicht so oft reparieren können. Da kannst du einfach wie ein Wilder einfach rumballern. Ich bin hier nur noch am Klicken, ich brauche bald eine neue Maus. Ich sag's so, wie das. Unser Sieg ist in Sicht. Wo ist denn die Ägir hin? Ist die jetzt down gegangen? Das ist ja unbelievable. Kann ich einfach abhauen. Maschinenboost aktiviert. Na gut. Bleib hier, ich habe noch ein paar Momente für dich. Krieg ihn einfach nicht, ne? Oh, doch, jetzt. Ja, jetzt läuft's. Und da brennt er wieder. Fährt doch einfach immer dieselbe Strecke, ne? Jawoll. Ich sag ja, einer meiner Lieblingsschiffe. So geil. Schön. Das war doch mal eine tolle Runde. Erster Platz. Nice. Ach Gott. So muss das sein. Das kann ja ruhig mal öfter kommen hier, ne? Aber gut, das ist halt mit der, sind wir mal ganz ehrlich, mit der Kita ist das halt auch echt geil, ne? Wenn du da wirklich so jede Sekunde schießen kannst, ist das einfach schon übel. Ich meine, wenn ich gegen so eine Kita kämpfen muss, da kotze ich ja auch im Kreis, ne? Vor allem, wenn die dann in ihrem Nebel hockt und du siehst sie einfach nicht und keiner kann sie aufmachen oder sowas, ne, dann hängst du einfach da und kannst gleich sagen, okay, tschüss. Kann ich ja nur hoffen, dass sie die nicht auch noch schlechter machen. Das wäre richtig bitter.
So, zack, gleich in die Gefechtsergebnisse gehauen. So, der Gunnar ist bei uns auf dem Discord. Sehr schön. So soll es sein. Und der letzte Container, da haben wir ihn freigeschaltet. Zack. So, was ich jetzt nochmal vergleichen wollte, sind die Kanonen der Haru und der Kita, weil die Haru kann ja 0,5 Sekunden langsamer schießen. So, warte mal, wir haben jetzt hier 100 mm, 1001, 1007. 1000, 2007. Hm. Auch 100 mm. Sind es die gleichen Kanonen, bloß langsamer? 65 Typ 98. 65 Typ 98. Sind tatsächlich dieselben. Ist dasselbe Geschütz, aber es kann langsamer schießen. Also es hat eine langsame Ladezeit. Just why? Das ist doch kein Upgrade, ey. Das ist. Das ist ja Pupu. 20.700. Wie fährt die? 25.600. Na gut, okay. So, was hat die denn für Torps? 12. Und 8. Uff. Naja. Würde ich natürlich bei den 12ern bleiben, logischerweise, ne? So, und dann kann die 12,6 Kilometer weit schießen. 12,6. Wie viel kann die Kita schießen? 12,5. Also die 100 Meter machen den Kohl ja auch nicht mehr fett, ne? Da würde ich ja lieber mit einer Kita in so ein 10er-Gefecht gehen, als mit einer Haru. Also, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Wer will denn die Haru Gumua? Warum? Also, achso, die Torps. Die so krasse Torps. Warte mal, wir haben hier 23.000, 20.000. Ah, 23.000 ist so das Höchste. 23.000, das ist wirklich, das ist echt. Kein Mensch braucht dieses Schiff. Da doktern sie an den Schiffen rum bis zum geht nicht mehr, machen hier meine Schiffe schlechter. Und dann machen sie so eine Haru Gumu. Ganz ehrlich, wer braucht den Kack? Also. Das verstehe ich dann nun wirklich nicht. So, dann fahren wir gleich nochmal mit der Kita. Weil ich finde die einfach gut. Macht einfach Spaß. So. Alle Mann auf Gefechtsstation. Bisschen die Leute nerven. So, wir haben drei DDs. Okay, einer links, einer rechts. Ich bin die Mitte. Na gut. Mitte gefällt mir zwar nie, aber meistens gehe ich drauf. Und gucken, dass ich mich irgendwie aus dem Geschehen am Anfang so ein bisschen raushalte. Ich bin schon mal geortet, das ist schon mal richtig, richtig schlecht. Das mag ich ja gar nicht. Brauche ich ja gar nicht reinfahren. Kriege ja gleich Torps von Latz geknallt. Oh mein Gott.
Aber wetten, dass der hier durchtoppt? Irgendwie habe ich so das Gefühl. Jetzt warten wir erstmal ab, ob hier einer cappen geht. Zur Not kann jemand noch abhauen. Da tummeln sie sich alle. So, was haben wir denn da? Eine Pommern. Okay. Ich habe noch kein DD gesehen. Einer ist auf alle Fälle. Was ist denn hier los? Mogami talkt. Okay. Irgendwie traue ich dem nicht. Aha! Da ist eine Mogami. Okay, hey Berti, grüß dich. Berti, du hast gerade eine epische Runde verpasst. Die war toll, sag ich dir. Ich habe immer noch kein DD gesehen. Das heißt, hier muss irgendwo ein DD sein. Schon mal 8000 K, also schon mal 8K gemacht hier, ne? 23 Treffern. Einfach mal so. Ja, dieses Schiff ist schon echt gut. Ist die Frage, ob die Torps gesetzt hat. Ich glaube, die Mogami hat Torps. Mogami, hast du Torps? Sprich mit mir. Ich glaube, die Mogami hat Torps. Da ist eine Fletcher. Ah, jetzt bin ich nicht mehr geortet. So, sind die nicht immer dann... Ich nicht darf... ja, irgendwie komischerweise schon. Da hast du recht. Irgendwie sind sie immer dann, wenn du nicht da bist. Nee, wir hatten auch schon epische Runden. So ist nicht. Siehst du, 10 Kilometer, wusste ich es doch. Die Frage, ob die Nudel hier getorbt hat oder nicht, aber so wie es aussieht, nicht. Ah, da ist der DD jetzt endlich drin, ich wusste es doch. Die Frage ist, was ist es für ein DD? Die Shungmu, vermute ich mal. Kizuki ist da, Fletcher ist da. Und die Shungmu hat, glaube ich, ist eine Panasia und die dürfte eigentlich nur Tiefseetorps haben. Das heißt, sie kann mir mit den Torps nichts anhaben. Könnte mich allerdings wegballern eventuell. Oh, da wartet die Mogami. Der kleine Pupsi, ne? Guck's dir an, da wartet er. Ist das ein Nudellord? So, und der muss ja irgendwann mal zurückfahren. Und dann... Der Mogami ist ja auch mutig hier, ne? Oh ja, fahr rückwärts. Komm, fahr rückwärts. Do it. Dann hat hier die Shungmu nicht eingenommen, sondern die Mogami. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Fahr rein in meine Torps. Komm schon, du willst es doch auch. Schluck sie. Schluck wenigstens ein. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Ich geh mal cappen. Ja. Shungmu kann dich nicht toppen. Dankeschön. Ach, schön. Ach da, die Shungmu ist bei C, sehe ich jetzt gerade auf der Minimap. Da hat der Kleine sich da versteckt, ne? Wird er mich fertig machen, der kleine Mistkerl. Hat er zum Glück nicht geschafft. Aber was er nicht schafft, schafft vielleicht die Fletcher. Da müssen wir aufpassen. So. Machen wir erstmal schön rückwärts, schön gesmoothed hier rein. Ach, die hat Radar, echt, ja? Haben wir denn keine Smoke hat? Ah ja, guck an. So. So. Jetzt mal schön
soft hier reingefahren. Das ist die Iowa. Dann könnt ihr die Fletcher, kommt hier bestimmt gleich an. Ja, da ist er schon. Ja, kommst du zu mir? Oh, da kommst du. Da kommst du. Sollte mich jetzt wegbewegen. Feueralarm! Die bestimmt getorbt. Problem gelöst. Geh mal weg. Vom Winkel her könnte sie mich hier nicht treffen. Oh, und der Prinz Eugen. Eieiei. Was bist du denn hier? Da kommen die Torps. Schön. Oh Gott, dreht die hier rein? Oh Gott, ich will weg. Da will ich ja nicht da sein. Oh Gott! Nebelwerfer gestartet. Okay, tschüss. Unser Team hat die Führung übernommen. Nebelwand gelegt. So, ist mir zu heikel hier. Gegen eine Prinz Eugen und eine Fletcher finde ich jetzt ein bisschen heftig. Ist schon wieder geortet. Das ist die Frage, wo die Fletcher lang gefahren ist. Na? Na? Oh. Ist nicht hier. Wo ist die hin? Ach Gott, damit. Ich bin halt geortet, ne? Ist schon ein bisschen blöd. Da bist du. Oh Gott! Kokolli! Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Oh Gott, geh doch wieder zu. Geh doch wieder zu. Ich ein Schwein. Gottes Willen. Ah, kippe ich mal Zeva. Maschinenboost deaktiviert. So, könnte mich mal hier irgendeiner unterstützen? Das wäre echt schön. So ein bisschen Support. Wäre ja mal ganz nice. Vor allem, wie die hier alle abhauen von C, ne? Das finde ich auch irgendwie crazy. Schade, dass kein Torp getroffen hat. Wäre lustig, wenn die Fletcher da jetzt wieder reingerauscht wäre. Ja, vorhin, Berti, habe ich einen Kill gemacht. Ich habe eigentlich auf ein ganz anderes Schiff geschossen mit der Kita. Und irgendwie ist davor dann die Fletcher gefahren und dann habe ich die Fletcher aus Versehen getroffen, nur weil meine Murmeln halt irgendwie, keine Ahnung, nicht richtig getroffen haben oder ich falsch geschossen habe. Und dann habe ich die gekillt dabei. So geil. Einfach ein random Schuss und weg war sie. Das war so schön. So, dann jagen wir doch mal die Iowa. Guten Tag. Na, wenigstens haben wir schon mal C eingenommen. Das ist ja schon mal was. Allerdings könnte es sein, dass die Shung Mu mich jetzt hier auch will. Und mich jetzt anfängt zu jagen. Du hast das Ausrufezeichen vergessen, Bruce.
Gute Nacht, Maus. Bis morgen. Und wie fahren die hier alle komisch? Man hat das Gefühl, die sind kurz zu den Caps gefahren, haben mal kurz Hallo gesagt und gleich wieder weg. Aber vorhin auch eine nice Runde gehabt. Mit der. Oh! Eine Charles Martel. Okay, warte mal. So, Yo Yang. Ah, okay. Habe eine Montana getorbt, aber die ist in einen Haufen von zwei anderen rein und ich habe alle drei Ultra weggetorbt. Oh, schön. Schön, Bertie. Nice. Gut gemacht. Das ist natürlich mega nice. So, Kinder. Ich befürchte, ich bin jetzt der einzige Spotter hier. Das heißt, wenn ich mich jetzt nebel, dann wird Folgendes passieren, dann sehe ich die Iowa wahrscheinlich gleich nicht mehr, ne? Kann das sein? Nebelwerfer gestartet. Ich wusste, dass sie jetzt weg ist. Verdammt. Das ist doch Pupu. Captain. Maschinenboost aktiviert. Oh. Vielleicht schaffe ich das auch gar nicht mehr. Ach. Kein Problem. Ich bin so verdammter Lacker. Oh, oh Gott. Ja. Nochmal eben schnell die Charles Martel weggesnackt. Schön. Oh, hat sie gedacht, die macht mich kalt. Schön. Hat sie voll auf den Arsch gekriegt. Ah ja. So. Wen haben wir denn jetzt hier noch als Gegner? Nochmal die... Ach, die Eugen. Okay. Kokoyo, Iowa. Okay. Gut, die Iowa ist ja auch nur noch Half-Life. 24 Sekunden kann ich mich wieder nebeln und dann... Also gucken, dass wir nochmal an die Iowa rankommen. Erstmal versuchen wir mal B zu cappen. Mal kicken. Punktemäßig sieht es doch erstmal ganz gut aus. Wie soll ich denn das machen? Abgelehnt. Aber da ist die Eugen, das ist schon mal super für mich. Na, wer ist als erster bei B? Wer ist als erster bei B? Na, 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 na. Schnell mal den Winkel verkürzen.
Na, na, na. Na, 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 na. Na gut, beide gleichzeitig. So, man reiche mir die Iowa. Die Bismarck. Was sind jetzt die Iowa hin? Oh, die Iowa kommt auf mich zu. Ay, caramba. Die mich doch eventuell entdeckt. Nein! Ich hätte nicht breit drehen sollen. Ich Trottel. Hätte mich noch rausgenommen, bevor ich fertig kippen konnte, oder? Ach, das ist ja natürlich blöd jetzt. Ach ja. Wie viel Schaden habe ich gemacht? 54.000, okay. Oh ja. Ich schätze mal, dass wir das Ding gewonnen haben. Stark von aus. So. Was fahren wir denn als nächstes? Shima haben wir schon geholt, die 50%. Yamato, ja. Mit der Yamato habe ich ja mal nie so ein richtiges Glück. Mit der Republik habe ich noch nicht geholt, siehst du? Oh, dann mal die Repo raus. Die Repo. Da brauche ich wieder was mit Geld. Geld. Nicht blind. Da. So. Zack. 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 Wobei, den brauchen wir nicht. Und dafür. So, jetzt hole ich mir aber noch mal schnell was zu trinken. Bin gleich wieder da. Kurze Pause. Die Schlacht beginnt. So, wie sieht's denn aus? Ach, da ist er lang.
alle Stationen. Melde Position eines strategischen Ziels. Mal gucken, ob wir den treffen. Hallo. Dass der rückwärts fährt, die Z. Okay. Ein Kurfürst, der mit HE schießt. Ich bin entdeckt. Es ist jetzt schlecht. Oh, hier, Shino, jetzt hau er nicht ab. Du willst es doch auch. Problem gelöst. Ach, das ist natürlich blöd jetzt. Schade, schade, schade. Na? Wo bleiben sie? Der Zerstörer sagt mir, er braucht Aufklärung. Immer herrlich. Och, der Kurfürst, der hat ja auch gelitten. Geben wir ihm den Rest, oder? Wenn es kein anderer tut. Sag ich doch. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Und jetzt ist natürlich auch die Hindenburg zu sehen. Feueralarm! Oh, hat die ein Schwein. Die ist ein bisschen langsamer gefahren. Na gut, mein Freund. Das kann ich auch, das Spiel. Maschinenboost aktiviert. Problem gelöst. Das ist erstmal 4-7. So, komm, jetzt nochmal ein schöner Treffer. Jawohl. Haha, auf dem Arsch. Nimm das. Auf den Arsch, auf den Arsch, auf den Arsch. Wo ist er jetzt hin? Ach, da ist er. Ah, das wird jetzt übel zu schießen. Ich versuch's mal. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt nicht aufgegangen? Komm, bitte, 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 komm, 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 komm. Nee, ja, zu weit, wa? Ah, ein Durchschlag, okay. Naja. Fast richtig. So schräg zu schießen ist auch nicht meins, ne? Das ist echt, das kriege ich selten. In den seltensten Fällen kriege ich das hin. Aber ich würde auch nochmal die Yoshino nehmen. Ja, 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 ja. Oh, das sieht auch wieder ein bisschen schräg aus und die dreht noch ein bisschen höher. Na, versuchen wir mal. Ach, jetzt dreht die weiter ein. Ach, ist doch nicht dein Ernst. Fahr doch mal geradeaus einfach weiter. Damit wir dich schön zitadellen können. Oh, guck mal, das ist die Hindenburg.
Dreht die auch wieder ab. Arr. Na, mal gucken. Ich habe jetzt einfach mal predicted, dass sie weiter so fährt. Na, treffe ich sie? Treffe ich sie? Ja, 4-7, Mann. Das ist immer so ein bisschen wie Lotto spielen, hier zu schießen manchmal, ja? Wie, was macht der? Wie dreht er ein? Und weiß ich was alles, ne? Schade, jetzt hat er nicht ganz eingedreht, wie ich dachte. Dadurch ist er jetzt schneller und fährt noch weiter weg. Kriegt er noch eine Murmel ab? Nee, ganz knapp. So, was haben wir hier? Republik, die flüchtet. Die flüchten schon wieder alle. Was ist denn hier los? Oh, da ist eine Venezia. Na, mit der will ich mich ja nicht anlegen. Maschinenboost deaktiviert. Oh, hallo Yoshino. Die dreht auch schon wieder ab. Fährst du doch bestimmt dahin, oder? Wir haben auch eine Venezia. Hm. Da ist auch noch eine Yamato. Bleh. Schade, hab die nicht getroffen. Zerrische Sportaufeld. Okay, da kommen wir auch nicht ran. So, aber wenn ich jetzt so stehe, biete ich ja meine Breitseite an. Das wäre echt blöd. Das heißt, ich muss irgendwie vorher versuchen, schon mal zu drehen. Damit ich dann vielleicht wieder abhauen kann. Gott, die ist schon so nah. Und noch sieht sie mich nicht. Noch sieht sie mich nicht. Jetzt habe ich was aufgeklärt. Oh, eine Henry. Steht die? Na, fast. Versuche ich mal die Henry. Mal sehen, was passiert. Oh. Ja! Das ist ja bitter. Ja, jetzt will mich die Venezia natürlich. Geh doch weg, Alter. Keiner mag dich. Dem scheiß SAP 11K, Alter. Wie willst du das denn erzählen? Diesen scheiß Murmeln, ey. Gott. Immer schön auf meine Aufbauten, ey. Oh, da kommen ja Torps. Na, i. Ach ja. Bitte gehen Sie weg. Wo ist eigentlich die Henry hin? Die hat Schiss gekriegt? Hm. Ah, vielleicht können wir den ja irgendwie da doch noch. Mal schauen. Ich ziehe jetzt einfach mal dahin. Ach, da ist die Henry. Guck mal, siehst du? Ach, jetzt hätte ich doch kurz gewartet, dann hätte ich den weg. Oh! Tschüss, Venezia. Das war ja bitter, mein Freund. Hm. Ah, ich will mich nicht mit der Yamato anlegen. Die ist echt doof. Aber die Hindenburg will auch auf einer anderen Map. Kann das sein? Alter Schwede, der habe ich aber auch gegeben gerade. Die Hindenburg, die will auch weg nur, ne? Hauptsache weg. Oh, die Yamato guckt ja gar nicht auf mich. Das sollten wir ausnutzen. Warte mal, bis wie viel kann ich ranfahren, bis die mich sieht? Hm, 14,1. Okay. Drehen wir nochmal ein bisschen ein. Vielleicht kann ich sie ja dann von Weitem erwischen. Warte mal, ich gebe mal Gas. So schnell kriegt die ihre Türme ja nicht gedreht. Und dann versuche ich mal ganz schnell... Wer deckt mich jetzt? Genau, das wird jetzt Yamato sein. Wenn wir Glück haben, guckt die nämlich schön in die andere Richtung. Und dann kann ich ihr schön unter die Türme ballern. Komm, 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 komm. Nicht gucken, nicht gucken. Nicht gucken. Da drüben sind viel bessere Leute. Nicht gucken. Nicht gucken. Nein, genau. Schön weggucken. Hier gibt es nichts zu sehen.
Hier gibt es nichts zu sehen. So, jetzt steht er. 1, 2. Ah, 6K ist schon geil. Ja, jetzt kommen noch meine Secondaries dazu. Kommt, Jungs, gebt Gas. Wir wollen eine tote Yamato. Komm, 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 komm. Die Murmeln müssen treffen vorne. Ja! Ich hab sie zitadelt! Ach, danke, Bruce. Gut zu wissen. Aber ist egal. Hauptsache, sie ist weg. 1-4. Jawoll. Schön. Der Angstgegner ist raus. Sehr gut. Hat ja trotzdem wunderbar geklappt. Ach, wer kommt denn da noch an? Ne? Der will mir wohl Feuer unterm Arsch machen, wa? So, warte mal, mein Freund. Dann versuch doch mal. Oh ja, dreh dich ein. Oh ja, bitte. Mm. Komm, noch weiter. Komm, du schaffst das. Komm, du willst es doch auch. Nee, nicht zurückdrehen. Nach links drehen, komm. Drehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, genau. Ja, 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 ja. Weiter, ja, weiter, ja, weiter. Komm schon. Kriegst du doch hin. Weiß ich doch auch. Na? Nee, will er nicht. Er will nicht. Okay, der ist down. Na? Na, jetzt dreht er wieder andersrum. Okay. Oh. Okay. So geht's auch. Ist so schlimm. Leute, geht mal cappen. Alle Kräfte, diesen Bereich erobern. Ja, nicht so schlimm. Ich wollte einfach warten, ob er sich denn vielleicht noch so mir zudreht, dass ich den da ich richtig wegsnacken kann. Jetzt habe ich zu lange gewartet, aber alles gut. Ist ja nichts passiert. Wir haben nur 3/4 meiner Leben. Was soll passieren? Wir holen jetzt gleich B. Danach holen wir A. Kein Problem. Ach, ich glaube noch nicht mal, dass wir A. Dass wir A holen. Das Ding ist so durch. Nicht so lange warten. Na, Bruce, weißt du, das ist wieder so eine Sache. Der eine sagt, warte, schieß nicht zu schnell. Man warte auf die richtige Position. Der andere sagt, schieß schnell. Es ist, im Endeffekt kannst du machen, warte. Oh, hallo, warte. Im Endeffekt kannst du sagen, was du willst. Der eine sagt so, der andere sagt so. Du kannst Glück haben, du kannst auch Pech haben. Ich hätte ja auch Glück haben können und der hätte sich richtig hingedreht und dann wäre er weg gewesen, ne? Der hätte ja auch passieren können. Hat er nicht. Na ja, gut, nicht so schlimm. Da, gewonnen. Was will man mehr? Na? Kein Problem. Darauf erstmal eine geile Brezel. Berti, ich esse eine für dich mit. Hey, die nächste Schiffsbaustufe haben wir jetzt freigeschaltet. Jawohl, ja. Schönes Ding. Oh ja, 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 ja. 200.000 Elite Kapitän Zippy. Dankeschön. Schön. Nehme ich, danke. Geil. So, was können wir denn hier noch abruppen? So, bis dahin kommen wir ja nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. So, was gibt's hier? Okay, 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 okay. Geschenkecontainer. Kohle, ja, Kohle wäre nicht schlecht. Ja, gut, okay. Ich glaube, das meiste haben wir jetzt abgeruppt. Was kann man denn hier noch machen? Phase.
Eine Phase für 2200 abschließen. Wow. Nein. Also für 2200 Dublonen eine Phase. Nein, danke. So. So, die Hälfte haben wir schon fast geschafft. Ist der Kapitän auch nicht mehr weit? Das ist gut so. So, haben wir denn jetzt noch Ziele eigentlich heute? Wie sieht es denn da aus? Aha. Mit den Briten aufgeklärt. Ah ja, okay. Mhm. Okay. Ach, wieder die deutschen Zerstörer hier. Siehst du, mit der bin ich heute noch gar nicht gefahren. Das könnten wir nochmal machen. Mit der Z31. Wo bist du, mein Kleiner? Da bist du. Genau, mit der können wir nochmal fahren. Weil da wollte ich ja schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Dass, wenn nachher der Weg freigegeben ist, dass ich dann gleich zu dieser Merker-Dingsbums-Gedöns da greifen kann. Danke, Bruce. Schlaf schön. Und bis zum nächsten Mal. So, hier 85.000 haben wir schon. Mal gucken, was die Merker denn kostet. Wenn es denn soweit ist. Wobei, wenn ich jetzt gucke, so viel besser ist die auch nicht, ne? Ist schon ein bisschen lächerlich. Aber gut, die Schulz wird ja dann wahrscheinlich episch werden. Wenn man so Kai hört, was der so für Spiele macht mit dem Ding. Ist das schon ein bisschen pervers, würde ich sagen. So. Was haben wir für ein Gefecht? 7er, 8er und 9er. Na, I. Oh, Kacke, ich kämpfe jetzt gegen Nikita. Ah! Es wird jetzt mal ein bisschen übel werden. Okay, was ich jetzt hoffen kann, ist, dass die DDs vielleicht alle irgendwie in die Kreise fahren. Na, mal sehen. Ah, gewonnen. Heute hat irgendwie noch gar keiner verloren. Ach, der hat den Tiger. 59, siehst du? Na, Tirpitz, na klar.
Bin ja ganz begeistert, dass bei mir kein DD ist hier. Ach, ist schon down. So, wie weit darf ich denn ranfahren? 7 Kilometer. Natürlich nicht weit. Oh, so ganz verkehrt waren die Torps ja nicht. Einer trifft sogar. Oh Gott, nicht so nah, nicht so nah, nicht so nah. Nein, 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 nein. Ach, jetzt war ich zu nah. Zack, ein Brand. Nebelwand gelegt. Und was du vorne haben kannst, kannst du auch hinten haben. Oh, nice. So, aber ich finde, da haben wir schon ordentlich Damage gemacht. Die Kreise gehören uns eigentlich auch fast alle. Und da hat der Torp noch getroffen. Ja, geil. So, Leute, helft ihr mir hier mal, oder? Wie sieht das aus? Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Wer meint? Danke. Oh! Aber da möchte ich ja jetzt nicht gerade hintorpen, ne? Ach, schade. Ja, geh, geh. Das war ja schon ein bisschen knapp.
Haben wir schon gewonnen? Ma! Ja, schönes Ding. Sehr geil. So, wie spät haben wir es? 21:50. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Ciao, ciao.